Damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge haben wir Nicole Kidman wieder gefunden und auch Joseph. Leslie hat auch mal kurz einen Auftritt gehabt und wir haben ja die Folge beendet, quasi da oben und sind jetzt hier runter. Und ich habe ein bisschen Angst vor so einem Endboss-Fight. Ja, also wir sind dafür noch nicht so ganz gewappnet. Munitionstechnisch. Sieht noch nicht so gut aus, aber wie ich höre, höre ich hier einen Safe Room gerade. Hier ist der Safe Room. Dass hier irgendwo der Safe Room ist, aber Safe Room, it is here. Geil, völlig dran vorbeigelaufen. Ey. Nice. So, dann lass uns doch mal gucken. Tagebuch von Sebastian Castellanos, August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren. Aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig abbiegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch, distanziert. Es ist ihr Job, zu beobachten und zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplaren in einer Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendetwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Joseph sagt mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen. Vielleicht. Jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Okay. Also es gibt mein, vielleicht arbeitet der Kidman mit Ruvik zusammen. Who knows? So, gehen wir jetzt einmal kurz speichern, Stats aufmappeln und dann sehen wir uns gleich hier wieder. So, da sind wir wieder. Leider gab es natürlich mal wieder nicht so viel zum Aufmöppeln, weil wir haben ja leider unter 10.000 geglibber. Dementsprechend, ja, ist kacke. Ist alles scheiße teuer geworden, ey, wirklich. Also, muss ich ja mal sagen, ist ein bisschen kacke teuer. Haben wir hier noch irgendwas, Nö. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Hier kommt jetzt bestimmt, ich wette, hier kommt ein Bossfight. Irgendwas in der Art. Ja, wenn Joseph hier hinten lang gerannt ist, also erstmal haben wir hier nochmal geglibber. Wenn Joseph hier lang gerannt ist, dann wird es da jetzt hier irgendein Szenario wieder geben, wo er mich entweder angreift, ich ihn angreifen muss. Wir werden mal sehen. Allen Ernstes? Das war's? Kapitel 11? Gut. Soll es aber nicht weiter stören, wir machen direkt weiter mit Kapitel 12. Gott sei Dank, dir geht's gut. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr, Vorfälle. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworte mir. Genau. Hallo, da fangen wir direkt mit Kapitel 12 die Fahrt weiter an und haben hier erstmal einen kleinen Besucher. Nicht klar. Oh nein. Das ist, dann ist. Einfach mich umbringen zu lassen. Wo sind denn seine Schwachstellen? Einfach ins Fressbrett oder da unten in die? Nein! Ja,
das denn für ein Würmer hier, Alter? Okay. Also erstmal hier ein bisschen beruhigen, ein bisschen Munition sammeln. Dann ganz kurz nochmal Leben aufleveln. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier Garten auf. Und uns die restliche Munition. Wow, Typ! Ja, klar. Was jetzt? Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher sind. Ja, gar nicht. Kontrollpunkt. Ja, easy. Okay. Was kommt jetzt? Sebastian, Sie sind über uns. Ja, und? Sie haben Dynamit. What? Der hat Dynamit da gelassen. Okay. Gegner von rechts. Okay. Wir sind guter Dinge. Wir sind gut. Geht doch. Geh in Deckung. Sie schießen von hinten. Da bist du. Da ist noch einer. Nice. Okay. Also wir haben eigentlich... Munition, Alter. Fix. Wow. Als ob ich den nicht getroffen. Ja, ist ja okay. Warte. I need somebody. Ja, okay. Okay. Da gehen wir mal ganz kurz weg. Gegner voraus! Überlass die mir. Können wir das so? Nein! Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Oder Kidman kann weiterfahren. Das war knapp. Kidman? Wärst du? Kidman? Okay. Muss sagen, ich habe keine Moon mehr. Mal wieder. Das ist fucking awesome. Wir sind fast wieder out of ammo. Wir haben wieder ein bisschen Schuss bekommen. Aber auch nur 5 Schuss. Links. Ja, fahren wir hier links. Wir hatten ja noch das Monster. Genau. Bist du dir sicher, dass wir auf den Kopf schießen sollen? Aua! Munition alle. Okay, warte. Ja, da hab ich nix. Da hab ich nix. Da hab ich was.
bin ich wieder out of alles. Es wäre geil, wenn du mir helfen könntest, Joseph. Das wäre fucking awesome von dir. Joseph! Okay. Okay. He's gone. Wo fahren wir hin, Joseph? Ich habe eine Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet. Als ob jemand uns steuern würde. Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren. Aber das Licht der Beacon Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Joseph, nein! Bring uns einfach hier raus. Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich mach das. Lass niemanden hier reinkommen. Klar, halten wir doch einfach mal eine Runde an. Weil wir finden das toll, oder was? Oder wie? Warum fahren die denn nicht einfach weiter? Ja, natürlich nicht. Wie soll ich den denn jetzt kaputt machen? Ich habe nichts an Munition. Nothing. Kann ich hier an dem vorbeirennen einfach? Okay, vorbeirennen. Island Seek. Durchzwecken. Ja, zwecke ich mal durch. Ah, so. Leben. Ja, jetzt kommt er hier wieder. Oh, das ist doch kacke! Kacke! Wenn ich hier nichts habe, wo ich irgendwie Munition bekomme. Ja. Nice. Ja, nice. Lass mich in Ruhe. Okay, hide and seek, friends. Hide and fucking seek. Wait a second. Danke. Gibt's hier irgendwie noch sowas wie ein Medikit, was ich aufsammeln könnte? Oh, da ist ein Medikit. Okay, danke. Lass mich doch mal in Ruhe. Bin ich hier irgendwo durch? Hallo? Ja, hast du dir so gedacht, oder? Wir schießen hier. Munition alle? Ich noch irgendwas, was ich verwenden könnte, um dir in den Kopf zu schießen.
Okay, ich hatte nur ein Explosionsding. Uli macht das jetzt. Massacre. So, mal gucken, vielleicht lässt du ja was liegen. Very nice. Ja, lässt nur eine Spritze liegen, sehr gut. So, was soll es jetzt hier geben? Gibt es jetzt hier irgendein Verbandszeug? Irgendwas? Blutschwellender Verband, ein Blutgerinnungsmittel für den Notfall, um Wunden behandeln zu können. Der Verband enthält Medikamente und lässt sich problemlos an. Schön, 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 schön. Kann ich hier noch ein Leben nehmen? Gartenfragment, ist ohne meins. Okay. Lass mich raten, jetzt sind alle hier wieder. Ah! The army is going down or what? Okay. Wow! Habe ich noch irgendwie... Das macht alles keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Die Schrotflinte macht genauso wenig Sinn. Da war noch eine Falle? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ja. Ja, als wenn ich... Ja, ich kann nichts hinstellen. Zum Fix soll ich denn das bitte überleben? Ich muss an das Maschinengewehr. Okay. Oh yeah. Alter, da sehe ich mich doch bei dem Gewehr hier. Schönes MG. Bitte schnell. Hallo. Wie bitte schnell? Okay. Wie kann ich denn hier wieder raus? Seh. Sebastian. Ruhig dich. Ja, oder auch nicht. Halt sie okay. Weg von mir! Okay! Munition alle? Warte mal, kann ich jetzt eigentlich nochmal dahin? Snippity, 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 snippity. Was ist denn hier, Alter, dass der hier so rumpackt, ist krass. Oh, komm, lass mich rein. Ich hab alles. Das ist geil, Alter, das war gerade cool. Eine geile, geile Aktion. Zwar ein bisschen tricky, aber... Ja, Joseph, habt ihr mal nicht so. Die denn überall her? Wir müssen hier raus. Ja, gib mir den, gib mal Vollgas. Ich fahr einfach durch. Ja.
Genau so. Das war fahrig! So. Der Bus hat aber auch eine krasse Lenkung. Die mag ich. Jawohl! Da ist er wieder, unser Assassine. Okay, Kapitel 12. Nice, überlebt. Das soll es erstmal für die heutige Folge auch gewesen sein. Wir haben Kapitel 11, Kapitel 12 abgeschlossen. War nice. Und ich hoffe, ihr hattet mal wieder ganz viel Spaß. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, eine weitere Folge The Evil Within. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und ich sag erstmal bis dahin, reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin, it just turns itself. Jokes tight.